Ja, hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde. Ich bin's wie immer, Gunshot, und das ist ein kleines Zwischendurch-Video. Und zwar habe ich ja gesagt, wenn ihr ein paar Fragen habt oder noch ein Tutorial braucht, dann solltet ihr mir das ja einfach schreiben und ich kann mal gucken oder wollte dann mal gucken, was sich da machen lässt. Und mich hat jetzt natürlich auch ein bisschen was erreicht, und zwar jetzt auch letztens erst wegen dem BattleEye-Klienten. Und zwar kennt ihr das selber alle. Gerade BattleEye bei Arma 3 oder DayZ, da werdet ihr es wahrscheinlich auch erkennen. Da gibt es ab und zu Probleme, dass das Updaten nicht so ganz klappt. Zumindest das automatische nicht, und ihr fliegt vom Rechner runter, weil angeblich eure Version zu alt ist oder einfach bloß ein Fehler in eurer Datei besteht. Deswegen gibt es natürlich auch noch die Möglichkeit, das manuell zu machen. Wie das geht, wolltet ihr wissen, und naja, das haue ich jetzt mal in so ein ganz kleines kurzes Video rein. Dazu gehen wir in unseren Browser und jetzt geben wir hier einfach bei Google einmal das tolle BattleEye ein. Bing, da wird es schon mal angezeigt, hatte ich schon hier. BattleEye, the Anti-Cheat Gold Standard. Da einmal raufgehen. So, und dann seht ihr das jetzt schon. Es kommt hier auf die Startseite, im Endeffekt der Homepage. Das ist für uns jetzt relativ uninteressant. Das könnt ihr euch ja gerne im Endeffekt mal durchlesen. Ups, mir geht es jetzt bloß darum, wenn ihr halt die Problematik habt, dass da vielleicht irgendwelche Probleme mit dem Auto-Update sind. Ihr habt jetzt für gewisse Spiele die Möglichkeit, euch den jeweiligen Klienten runterzuladen. Das heißt, für die jeweilige Version auch von Windows für euch, die bei eurem System im Endeffekt draufgespielt ist. Ja, wir haben hier oben natürlich die Standalone, Arma 3, Arma 2 Operations Errat, including DayZ Mod. Das BattleEye Archon brauchen wir nicht, aber wie gesagt, hier Arma 3, Arma 2, DayZ, die wichtigsten Dinger haben wir da jetzt mit bei. Und dann geht ihr jetzt einfach, je nachdem, was für ein Spiel ihr damit updaten wollt, Ich nehme jetzt einfach mal Arma 2 Operation Arrowhead. Ja, ich nehme mir hier BE-Service, also BattleEye Service for Windows 64-Bit, draufklicken, er lädt sich das runter. Gut, jetzt haben wir das, diese Datei im Endeffekt in unserem Download-Ordner. Ja, die ziehe ich mir einmal ganz kurz auf den Desktop, da habe ich sie. In eurem Fall wird da keine 2 hinterstehen, ich habe die schon mal runtergeladen und ja, ich habe meinen Download-Ordner anscheinend nicht aufgeräumt. Gut, dann können wir den hier klein machen. Und jetzt gehen wir im Endeffekt auf den Explorer. So, beim Explorer müsst ihr jetzt euer Installationsverzeichnis erstmal auswählen, wo das Spiel ist. In unserem Fall halt Arma 2. Das ist bei mir auf D, bei Steam natürlich drinne. Und die Spiele von Steam befinden sich in dem Ordner Steam Apps. Dort geht ihr dann rein auf Common und hier seht ihr im Endeffekt die Spiele. So, hier habt ihr jetzt im Endeffekt die Spiele, die ihr installiert habt. Dort muss jetzt irgendwo natürlich der BattleEye-Klient bzw. diese Service-Exe, die muss da rein. So, für Arma 2, gerade unsere DayZ-Spieler, muss das hier in diese Arma 2 Operation Arrowhead, in diesen Ordner, und jetzt nicht verleiten lassen, in diesen Ordner zu gehen. BE Setup, nein, geht bitte in Expansion. Ja, dort seht ihr selbst nochmal BattleEye. Und ihr seht jetzt im Endeffekt die Version, die ihr gerade habt, von der Exe, die wir runtergeladen haben, hier drin. Die könnt ihr im Endeffekt an sich ja ersetzen, beziehungsweise wollen wir das ja. Dazu nehme ich mir jetzt einmal kurz das Ding hier weg, weil diese 2, die ihr wahrscheinlich nicht haben werdet, die muss weg. Und jetzt würde ich im Endeffekt einfach nur hier nach BattleEye kopieren. Bumm. So, Datei im Ziel ersetzen. Gut, das haben wir jetzt ersetzt. Dann sind wir hier zum Beispiel fertig. Jetzt habe ich das ja für Arma 2 im Endeffekt ausgetauscht und kann jetzt zurückgehen. Das heißt, ich gehe jetzt hier wieder in den Ordner und dementsprechend sehe ich jetzt die anderen Spiele. Wenn ihr natürlich jetzt das bei einem anderen Spiel machen wollt, ne, so wie bei DayZ. Bei DayZ zum Beispiel befindet sich das einfach direkt. Ihr geht bei DayZ rein, seht hier schon den BattleEye-Ordner, bumm, ja, und dann habt ihr hier die Datei. Wichtig ist, dass ihr wirklich, wenn ihr diese BattleEye-Datei ersetzt, ersetzt diese Datei. Das heißt, die Datei, die ihr runterladet bei BattleEye, also auf der Homepage, die heißt genauso wie diese hier auch. Ich zeige euch jetzt mal kurz den kleinen Unterschied. Bei Arma 2 Operation Arrowhead geht ihr hier in BE Setup rein.
habt ihr hier Setup BattleEye Arma 2 UA. Das ist im Endeffekt nicht die Datei, die wir ersetzen wollen. Also nicht die hier rauslöschen und die andere reinpacken. Auf gar keinen Fall. Ja, wie gesagt, immer schön die Datei suchen, die genauso heißt, wie die, die ihr auch im Endeffekt ja erneuern bzw. die geupdatete Version reinpacken wollt. Nicht, dass ihr da was Falsches löscht. Gut, an sich sind wir ja jetzt hier fertig. Dann kann ich das schließen. Ich hoffe, ich konnte euch mit dem Video ein wenig helfen, an die, die da Probleme hatten mit dem manuellen Update. Ich denke, ihr habt auch gesehen, das geht ganz zügig, das geht ganz schnell und ist relativ einfach. Und ja, falls trotzdem Fragen auftauchen sollten oder sonst irgendwas, ab in die Kommentare. Ich versuche euch dann natürlich so gut wie es geht zu helfen. Das war's dann wieder von mir mit diesem kleinen Tutorial. Und ja, ich wünsche euch jetzt erstmal viel Spaß beim Zocken, einen guten Start in die Woche und wünsche euch wie immer was, euer Gunshot.